Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte gerne ein paar Anmerkungen machen zu dem, was ich veröffentlicht habe als Buch und auch als Videos und jetzt auch als Hörbuch und ein bisschen in Beziehung setzen zu dem, was wir im Moment hier erleben. Das, was wir hier sehen und was ja niemand mit Namen nennen darf, ist sehr groß. Das ist größer als der Erste und als der Zweite Weltkrieg. Und vielleicht sogar größer als beide Weltkriege zusammen. Und deswegen sehe ich das als eine apokalyptische Sache. Ich für meinen Teil bin sehr froh, dass ich so pünktlich fertig geworden bin mit meinem Buch und meinen Videos. Ich mache das jetzt so seit 5 Jahren ungefähr. Und bin eigentlich pünktlich vor der Malaise, die gerade weltweit läuft, fertig geworden. Das freut mich ungemein. Viele werden natürlich sagen, ja gut, das sind jetzt nur Themen, die betreffen ja nur die Bibel. Da geht es ja nur um Leute, die an die Bibel glauben. Aber im Moment leben wir in einer Zeit, wo wir einen Übergang sehen von dem, was früher vielleicht mal privater Glaube war und jetzt plötzlich wieder in einem politischen Umfeld auftaucht. Also der Glaube wird plötzlich sehr praktisch, sehr konkret. Wie reagiert man gegenüber diesen ganzen Maßnahmen der Situation, die hier installiert worden ist? Wie soll man darauf reagieren als Christ? Ja, in der Bibel steht ja, man soll der Obrigkeit untertan sein. Jetzt ist die Frage, ist man in solchen Themen dann auch der Obrigkeit untertan oder ist man ihr nicht untertan? Da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen drüber im Internet. Ich möchte mich gar nicht so sehr daran beteiligen. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es um was ganz fest definiertes. Mir geht es darum, was steht in der Bibel über die Wiederkunft Jesu. Und die Bibel sagt, dass in der Endzeit ein Geist ausgegossen wird, ein Geist des Irrwahns, ja, der von Gott ausgegossen wird. Warum? Weil die Menschen nicht an die Wahrheit geglaubt haben, sondern lieber an die Lüge geglaubt haben. Und deswegen schickt Gott ihnen einen Geist des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Die nämlich, die die Liebe zur Wahrheit nicht gehabt haben. Die Liebe zur Wahrheit in Christus, dass Jesus Christus der Herr ist, sondern sich mit allerlei anderen Dingen beschäftigt haben. Und die, die jetzt in den letzten Jahren ihr Leben gelebt haben, so wie sie wollten und vielleicht auch immer ein bisschen geschmunzelt haben über die Frommen, ja, die immer in der Bibel lesen, die kommen jetzt plötzlich an einen Punkt, wo sie sich fragen müssen, wie böse ist die Welt überhaupt? Die fühlen sich im Moment an einer Situation, dass sie sagen, ich kann das überhaupt nicht mehr einordnen, was hier passiert und mich ermüdet das und ich möchte nur, dass das irgendwie aufhört. Also lasse ich mich, ja. Das wird nicht aufhören, wenn man sich lässt. Ja, das geht weiter. Warum? Weil die Agenda groß ist. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Video darüber gemacht, über die Madonna, ne, und das, was sie da in Tel Aviv im Frühsommer 2019, also ungefähr ein halbes Jahr, bevor dieser Irrsinn hier angefangen hat, aufgeführt hat. Da ist alles drin. Da ist im Prinzip der Untergang der Welt drin. Da ist der Untergang der christlichen Welt drin. Da ist drin, dass einer sich gegen den anderen stellt, ja, dass zwei Leute vor der Kamera direkt vorne die Köpfe aneinander stoßen und dann laufen die alle so einen vielstufigen Altar hoch und stürzen sich oben selber runter. Die zerstören sich selber, ohne dass sie es merken, weil sie glauben, dass das ja alles für die Umwelt und für die Gesundheit ist. Das, was hier abläuft, ist ein Irrsinn, vor allem diese Verdrehung, ja, dass Gut wird böse genannt und wie sagt Jesaja, sauer wird süß und süß wird sauer genannt. Und diese Dinge werden praktisch umgekehrt, ja? Die werden umgedreht. Viele sagen dazu satanische Umkehrung. Ich glaube, dass das die Sache ganz gut trifft. Aber was ist zu erwarten? Um es ganz kurz zu machen. Ich habe das in den Videos ja auch vielfach argumentiert und gezeigt an der Bibel und verschiedene Bibelstellen da zusammengenommen. Was wird kommen? Es kommt
Folgendes: Der moderne Staat Israel, der wird irgendwann auseinanderbrechen in zwei Teile. Und zwar so, wie es im Alten Testament schon war. Und wenn das passiert, wird der Staat Israel das im Nahen Osten nicht überleben. Ja, dazu ist die Umwelt zu feindlich. Das heißt, der Norden wird sich in ein Bündnis begeben. Und zwar mit dem Stadtstaat Damaskus, denn auch Syrien wird komplett gepflügt und zerstört werden, sagt die Bibel. Und Damaskus bleibt als Stadtstaat sozusagen übrig und braucht einen politischen Partner, weil von Norden der Iran immer stärker wird. Ja? Das sind Strukturen, die könnte man fast schon sehen, weil der Iran tatsächlich sehr stark ist und sehr gegen Israel gewendet ist, weil Syrien im Moment komplett zerstört wird. Ja? Da sind ja jede Menge Nationen drin, die in dem Land rumfliegen und rumbomben. Und dass Damaskus mal als Stadtstaat übrig bleibt, weil ganz Syrien ansonsten zerstört ist, ist was, was man fast schon in den Nachrichten sehen kann. Ja, obwohl ich da immer sehr vorsichtig bin, das jetzt auf die gängige Politik zu übertragen. Bei Israel ist es so, dass Israel ein komplett gespaltener Staat ist. Ja? Also der Norden ist hochmodern. Ja? Da werden in Tel Aviv die iPhones programmiert, in Haifa ist Business und in Jerusalem im Süden, da herrscht das Mittelalter mit den orthodoxen Juden. Geld verdient wird im Norden Israels. Im Süden Israels gibt es ein bisschen Einnahmen vom Tourismus, aber ansonsten spielt der Süden eigentlich keine große Rolle. Und das war in der Antike auch schon so. Ja, also im Norden, die Nordkönige von Israel, die waren wirtschaftlich hoch effektiv und hoch erfolgreich, während der Juda im Süden Israels immer eher so ein bisschen ärmlich war. Ja, aber mit der Hauptstadt Jerusalem dann zusammen. Das ist heute exakt genauso. Israel selber ist komplett in sich zerstritten. Ja? Der Norden ist ein sehr moderner, europäisch geprägter Teil des Landes. Genauso schmuddelig, kaputt, verdorben, wie auch die westlichen Gesellschaften. Tel Aviv ist die Schwulenhochburg Nummer 2 in der Welt nach San Francisco. Und wir haben eigentlich eine tiefe Spaltung zwischen dem Norden und dem Süden Israels, weil das Land natürlich wirtschaftlich gespalten ist. Das ist religiös gespalten, das ist sozial gespalten, das ist politisch gespalten. Und das ist so gespalten, dieser Staat ist so gespalten, dass die Rabbiner gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann bricht Israel auseinander wie zur Zeit der Könige. Habe ich auch ein Video darüber gemacht, war ich total erstaunt. Das ist ungefähr so vor 2 Jahren gewesen, um diese in irgendeiner so einer Wahl, die damals mit dem Netanyahu gelaufen ist. Das Land ist kurz davor, auseinanderzubrechen. Und genau das sagt die Prophetie in der Bibel auch, ja, dass Israel auseinanderbricht und dass sich genau, und das ist ja der Punkt eigentlich dabei, dass sich genau die politischen Strukturen, die geopolitischen Strukturen wiederholen werden, die wir aus dem Alten Testament kennen. Das ist das Frappierende eigentlich dabei. Dazu kommt dann, dass die Bibel sagt, der Antichrist, der kommt mitten im Frieden. Ja, der macht keinen Frieden, sondern der kommt mitten im Frieden. Steht in Daniel 11, ich glaube so Vers 32, da in der Ecke. Mitten im Frieden kommt ein König, dem die Würde des Königreichs nicht zugedacht war. Mitten im Frieden kommt er. Paulus sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Das heißt, dieser Antichrist, der kommt mitten in einer friedlichen Situation. Aber die haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt keine friedliche Situation. Wir haben eine tiefe Aufruhr weltweit, ja, wegen der Finanzkrise, wegen militärischen Auseinandersetzungen, wegen dieser einen Sache da, dieser Mikrobe, die keine Bakterie ist. Und viele, viele andere Sachen, Unruhen an den Finanzmärkten, Inflationsgefahr, Lieferketten brechen ab und so weiter. Also da deuten sich extreme Unruhen an. Und trotzdem sagt die Bibel, und darauf kommt es mir eigentlich immer an, mir kommt es nicht darauf an, jetzt die Situation hier zu beurteilen, wie wir sie jetzt haben, sondern mir kommt es ganz eng im Fokus darauf an, was sagt die Bibel. Und wenn man weiß, was die Bibel sagt, dann kann man auch mal einen Blick in die Politik werfen und in die Welt, so wie sie im Moment aussieht. Aber für mich Basis ist allein die Schrift. Allein die Schrift. Allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade, so sagt Luther. Das ist das, was ich auch sehe. Ja. Aber ich... Oder das, woran ich mich halte. Aber ich sehe im Moment, dass wir in einer Welt leben, die absolut apokalyptisch wird. So apokalyptisch, dass der Durchschnittsmensch, der mit dem Glauben ja auch nichts mehr zu tun hat,
dass der vollkommen überfordert ist mit dem, was er hier sieht, weil der weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Dann gibt es viele, die beschäftigen sich natürlich mit gnostischen Themen, mit dem gnostischen Christus, mit gnostischem Glauben irgendwo. Viele gehen dann in diese Theorien der Verschwörung, ja, und versuchen sich da irgendwie Licht zu holen oder Informationen zu holen. Und die Informationen gehen hin und her und die Quellen, da weiß man nie, kann man denen trauen, kann man denen nicht trauen. Zum Schluss bleibt bei dem ganzen Irrsinn, in dem wir hier leben, bleibt allein der Herr Jesus Christus übrig. Und allein die Bibel. Und die Christen, die die Bibel kennen, und ich möchte es noch genauer sagen, die Jesus Christus kennen, für die ist alles gut. Die haben auch Licht. Ja, das war kurz bevor Israel aus Ägypten auszog, in Klammern kurz bevor die Gemeinde entrückt wird. So wie es in der Endzeit ist, so war es schon mal, und zwar in Ägypten, als das Volk Israel aus Ägypten ausziehen sollte. Da steht in der Bibel, in den Hütten der Israeliten war Licht. Das ganze Land Ägypten war in Finsternis, ja, doppelte Finsternis. Und das soll wohl Ägypten heißen, doppelte, zwiefache Finsternis. Aber in den Hütten der Israeliten oder in den Zelten steht in moderneren Übersetzungen, ich lese mal diese alte Lutherbibel, ja, der sagt, Luther sagt Hütten, aber in den moderneren Übersetzungen steht, in den Zelten der Israeliten war es Licht, da war hell. Und so wird es auch sein, kurz bevor wir hier ausziehen. Wir haben Licht. Ja? Wir haben Licht, weil wir Jesus Christus kennen und weil wir die Bibel haben. Wenn die Bibel aber sagt, dass der Antichrist kommt mitten im Frieden, ja, nicht zu Beginn eines Friedens oder so, sondern mitten im Frieden, es wird alles friedlich sein. Die ganze Welt wird entspannt sein, alles gut. Alle werden aufatmen. Alle werden sagen, es ist Frieden. Ja? Mitten im Frieden kommt er. Jetzt sagt die Bibel nicht, ob dieser Frieden nur im Nahen Osten ist oder auch weltweit, in China, Russland, Südamerika, Nordamerika, Europa. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel fokussiert sich in ihren Endzeitaussagen ganz klar auf Israel und die Staaten, die mit Israel irgendwie zu tun haben oder die Geschicke Israels irgendwo beeinflussen. Aber wenn im Nahen Osten Frieden ist, ja, dann ist weltweit Frieden. Ja? Weil da ist immer irgendwie Krieg und Stress und Krach. Aber wenn der Nahe Osten im Frieden ist, gehe ich mal davon aus, das ist aber eine Vermutung, das steht nicht in der Bibel so, ja, sondern es ist eine Vermutung, dass Frieden kommen wird. Irgendeine Wende wird kommen. Irgendeine Entspannung wird kommen. Ob jetzt der amerikanische Präsident vielleicht wechselt, ich weiß das nicht. Das kann man nicht sagen. Wie dieser Frieden kommt, weiß ich nicht. Aber es wird Frieden kommen. Es wird ein trügerischer Frieden sein. Es wird ein Frieden sein, der schnell unterbrochen werden wird, weil ganz unerwartet dann im Nahen Osten Israel auseinanderbricht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht unbedingt so bleibt. Ja? Vielleicht eskaliert die noch ein bisschen, vielleicht steigt die noch ein bisschen an, vielleicht wird die auch nochmal kritisch werden, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es muss eine Phase kommen, in dem Frieden da sein wird. Und mitten in diesem Frieden passiert was Unglaubliches. Vielleicht gibt es eine Wahl in Israel, ich weiß es nicht. Wie das kommt, sagt die Bibel nicht. Aber irgendwann kommt diese erschütternde Situation, dass Israel zerbricht. Das wird für die Juden weltweit ein Riesendrama sein. Ja, ihr Staat Israel bricht auseinander. Und die werden ihren Augen nicht glauben. Und genauso geht es auch den evangelikalen Predigern und den Leuten, die sich mit Prophetie beschäftigen und die immer das Römische Reich da beschwören, wo ich nicht glaube, dass das Römische Reich in der Bibel angedeutet ist. In Daniel findet man das auch nirgendwo, haben wir ganz, ganz viele Videos drüber gemacht, ja, weil das natürlich der Hammer ist. Alle erwarten das Römische Reich für die Endzeit. Also ich wüsste niemand, der es nicht tut, vor allem von den Pastoren und Predigern nicht. Alle sind auf diesem Rom-Trip. Aber diese Rom-Theorie, die existiert in Daniel nicht. Das ist eine rein griechische Linie, will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Wenn Israel auseinanderbricht, dann werden diese Prophetien alle in sich zusammenstürzen. Dann weiß nämlich niemand mehr Bescheid, nicht mehr vorne und nicht mehr hinten. Was ist denn jetzt passiert? Wo steht denn das in der Bibel? Steht das überhaupt in der Bibel? Wie geht es denn jetzt weiter? Diejenigen, die meine Videos verfolgt haben, die wissen aber, worum es dann geht. Ja? Warum? Worum geht's? Naja, dass Strukturen entstehen, wie wir sie in Jesaja 7 haben und in diesen antiken Vorbildern, die die Bibel uns zeigt, wie wir sie hatten bei der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer, wie wir sie hatten bei der Belagerung Jerusalems durch die Babylonier, wie wir sie hatten bei der Belagerung Jerusalems im Syro-Ephraimitischen Krieg. Das sind alles Vorbilder für das, was in der Endzeit kommt. Und wenn wir uns an die Bibel festhalten, dann wissen wir, wie die Marschrichtung ist, ja? Und haben Licht, haben Verständnis. Deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln immer, weil viele natürlich über die Christen geschmunzelt haben.
haben gesagt, ja, die laufen da immer eine Bibelstunde, machen sie da so ein bisschen Frömmelei und so. Ich meine jetzt auch nicht diese ganzen modernen Megagemeinden mit ihrem Pseudo-Evangelium. Das sind ja mehr so zweitklassige Psychologie, drittklassige Seelenkunde, die da verbreitet wird. Das ist ja nicht das Evangelium Jesu Christi, was da gepredigt wird. Ja. Sondern ich meine die sich wirklich an Gottes Wort halten, unverkrampft, ja, und da tiefer vorgehen wollen. Die haben Licht, die wissen, was passiert. Wenn das passiert, wenn Israel auseinanderbricht, dann dauert das nicht mehr lange. Dann läuft die Endzeit los und es geht ruckzuck, dann geht es 7 Jahre und dann kommt Jesus wieder. Dann gibt es die Entrückung und dann kommt Jesus wieder. Für die, die an Jesus glauben, an Jesus Christus, an den auferstandenen Jesus Christus, für die ist alles gut. Ja, diese haben ewiges Leben. Ewiges Leben hat kein Ende und ewiges Leben hat übrigens auch keinen Anfang. Deswegen sagt Paulus im Epheserbrief, ihr seid erwählt vor Grundlegung der Welt. Also bevor diese Welt überhaupt hier entstanden ist, sind wir in Christus als Gemeinde Jesu schon erwählt gewesen. Ja, das sind Gedanken, die sind dann auch schwierig nachzudenken. Kommt man auch schnell in philosophische Gedanken. Aber ich will da immer schnell wieder zurück zum Bibeltext, weil diese Philosophie, die flattert dann so in der Gegend rum und hat zum Schluss auch keinen Grund mehr, auf dem sie baut, als nur der ein oder andere Eindruck, den so ein Philosoph oder ein anderer Philosoph oder ein dritter Philosoph dann wieder hat. Ja? Das Wort Gottes, darum geht's. Gut, wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben, für den ist alles gut. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ja? Jesus sagt das ja auch. In der Welt habt ihr Angst. Ja? Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch, sagt Jesus. Ich bin bei euch und passe auf euch auf. Fürchtet nicht die, die den Leib töten können und danach nichts mehr tun können, sagt Jesus. Ja? Fürchtet aber den, der den Leib töten kann und danach ins ewige Feuer werfen kann. Ja? So sagt Jesus, in die ewige Verdammnis. Das ist nicht der Teufel, das ist Gott selbst. Gott kann das. Den fürchten wir. Wir fürchten Gott. Wir fürchten keinen Antichristen und wir fürchten auch sonst niemand. Ja? Wir fürchten Gott und lieben unsere Nächsten. Ja? Das ist das, wie wir glauben, wie wir leben. Und das, was ich im Moment so sehe, da gibt es eine Menge Tumult und da gibt es eine Menge Spekulationen drüber. Ich verfolge die auch, ja. Ich bin auch da hoch interessiert dran. Aber noch mehr interessiert bin ich an dem, was in der Bibel steht. Und so banal das klingt und so vielleicht manchmal peinlich für den aufgeklärten Westeuropäer, der aber gerade mit seiner Aufklärung vollkommen vor die Wand fährt, ja. Weil das, was er hier sieht, das kann er überhaupt nicht mehr einordnen, ja. Und das macht ihn panisch, das macht ihn ängstlich. Und er glaubt, er könnte dem entfliehen, indem er sich diesen Vorgaben, die diese Kobolde, die uns regieren, uns vorgeben. Aber das wird nicht sein, weil die kennen kein Ende. Ja, das wird immer weitergehen. Das wird die ganze Situation nicht bessern. Was die Situation bessert, ja, das ist der Glaube an Jesus Christus, weil die Bibel sagt, alle die, die an Jesus Christus glauben, die haben ewiges Leben, die haben Vergebung ihrer Schuld. Paulus sagt, tröstet euch mit der Entrückung, ja, tröstet euch damit untereinander. Und Christen wissen, dass das Leben manchmal sehr hart sein kann. Ja? Vor allem für Christen, vor allem wenn Verfolgung kommt, wissen wir alle. Jetzt sind wir in so einer Situation drin, wo der Glaube sich auch bewähren muss und bewähren wird. Ja? Und wo wir manchmal sehen dürfen, dass Jesus Christus uns einfach Türen aufmacht. Ja? Plötzlich sind einfach Dinge da und man staunt darüber. Und dann sollen wir nicht vergessen, Jesus zu danken. Hände falten und beten und sagen, hey Jesus, Dankeschön. Du hast mir eine Türe aufgemacht, die ich nie gedacht hätte. Du hast mir geholfen in der Situation, wo ich nie gedacht hätte, dass ich da durchkomme. Ja? Und wenn wir im Glauben gewachsen sind und gereift sind, dann lernen wir auch, dass es nicht nur immer so ist, dass Jesus uns vor allen Unbilden bewahrt, sondern dann lernen wir manchmal auch Nachteile für den Glauben zu erleiden. Ja? Wenn wir im Glauben ein bisschen gewachsen sind und vorwärts gekommen sind, dann lernen wir, dass wir für den Glauben leiden müssen und auch sollen, weil Jesus Christus auch gelitten hat für den Glauben und weil wir ihm angehören. Und wenn wir noch weiter im Glauben gewachsen sind, dann werden wir verstehen, dass die Gemeinde Jesu zum Leiden berufen ist. Ja, dass das nicht nur ein Zufall ist, sondern dass wir zum Leiden berufen sind, weil Christus gelitten hat am Fleisch. Ja? Deswegen leiden auch wir mit ihm, weil wir geistlich gesehen ein Leib sind. Und wenn wir mal in der Ewigkeit sind, dann werden wir uns schämen, wenn wir nicht genügend gekämpft haben und vielleicht auch Verlust erlitten haben fürs Evangelium. Ja, dann wird man sich schämen. Im Moment scheut man sich da noch vor. Ja. Und wenn wir noch weiter wachsen im Glauben, dann werden wir irgendwann dieses Lebens hier so überdrüssig werden, dass wir auch sagen, fürs Evangelium will ich auch mein Leben lassen. Und dann stehen wir in einer langen, langen Reihenfolge, die über 20 Jahrhunderte hindurch geht und vielleicht sogar bis ins Alte Testament, wo Menschen von Gottes Liebe und im Neuen Testament von Christi Liebe
so erfüllt worden sind, dass sie sagen, wie Paulus sagt, lieber möchte ich beim Herrn sein. Ja, aber weil es im Moment auch noch nötig ist, dass ich noch Frucht bringe, deswegen bleibe ich noch ein bisschen hier. Ja, das ist eine ganz befreite Situation. An diese Gedanken sollten wir uns vielleicht gewöhnen. Ich wollte damit nur ganz kurz, ist das doch länger geworden, als ich eigentlich wollte. Das, was ich erwarte, ist, dass es eine Entspannung gibt, dass es Frieden gibt. Dieser Friede wird trügerisch sein. Alle werden sich dann wieder freuen, ja, so wie jetzt auch alle Angst haben. Und wir Christen sagen, ihr müsst nicht Angst haben. Ja, so werden sich dann wieder alle freuen. Dann werden wir sagen, passt auf, das ist ein trügerischer Friede. Also wir sitzen immer irgendwie zwischen allen Stühlen da mit dem Evangelium. Ja. Aber dass es eine entspannte Zeit kommen wird, da gehe ich von aus, dass es eine friedliche Zeit wird. Wie gesagt, ob das weltweit ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall im Nahen Osten sein. Und in diesem trügerischen Frieden bricht Israel auseinander und dann offenbart sich der Antichrist. Ja, der wird dann einen Bund machen als schwacher, kleiner Antichrist. Der braucht nämlich dringend einen Koalitionspartner gegen den starken Iran, der von Norden drängt, herandrängt. Und dann wird Syrien als Stadtstaat, denn ich erwarte den Antichrist aus Syrien, müsst ihr die Videos angucken, warum. Dann wird Syrien einen Bund machen mit dem abgefallenen nördlichen Israel. Und dieser Bund wird 7 Jahre dauern. Es wird dann also relativ am Anfang sein. Und dann kommt ein ganz großes Fanal, ein ganz großes Ereignis. Dann kommt nämlich das Ereignis, dass Jerusalem, und das ist auch am Anfang der 70. Jahrwoche, dass Jerusalem belagert wird und an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt, und zwar die ganze Stadt. Ja. Wenn das da ist, dieser Tag da ist, dann werden wir von dem Tag aus zählen dürfen, denn dieser Tag leitet die 70. Jahrwoche ein. Tag genau. Wir haben dann ein Datum. Wann dieser Tag kommt, weiß niemand. Ja? Das weiß niemand. Das weiß nur der Vater im Himmel. Aber von diesem Tag aus dürfen wir zählen. 1260 Tage, dann sind wir in der Mitte der Jahrwoche. Denn dieser Tag löst die 70. Jahrwoche aus. An diesem Tag wird die Stadt Jerusalem wiedergeboren. Und dann passieren viele, viele andere Dinge, die ich jetzt nicht so erzählen möchte. Da müsst ihr die Videos angucken. Aber das ist das, wo ich von ausgehe. Ja? Und bis das alles kommt, und das drängt praktisch schon, also wie sagt Jesus mal, das Feld ist weiß zur Ernte, ja, sagt er in Bezug auf die Erweckung, die kommen wird nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. Aber manchmal denke ich, Israel ist auch fertig, die sind bereit, möchte ich mal sagen. Ja. Die sind so ermüdet und durch mit dem, was da unten passiert in dem Land. Und zwar an allen Fronten, ja, an der finanziellen Front, an der politischen Front, an der gesundheitlichen Front, an der sozialen Front, an der theologischen Front, an der religiösen Front. Die sind müde. Ja, und irgendwann kommt so ein Ermüdungsbruch und dann bricht dieses Land auseinander. Und dann wird der Norden sagen, lasst mal die Verrückten da unten im Süden Israels, in Jerusalem und Juda, lasst die mal, wir machen hier unser eigenes Ding. Ja, so wird es irgendwie kommen. Wie das kommt, weiß ich nicht genau. Die Bibel setzt das voraus. Ich wollte euch das nur so zurufen, als mal so einen kurzen Überblick, weil manchmal ist das ja so schwierig, die ganzen langen Texte, das wird ja auch mühsam erarbeitet und da braucht man manchmal Geduld für, ja, dass man sich jetzt mal mit einem Text beschäftigt aus 2. Thessalonicher oder aus Sacharja oder aus dem Alten Testament. Und dann, ich lese die natürlich auch. Ich lese die auch gerne, weil Gottes Wort Kraft hat. Es ist wichtig, das Wort zu kennen. Und das gehört einfach dazu. Aber das macht es manchmal etwas langatmig. Und dann schaltet vielleicht der ein oder andere ab, weil man schon einen ganzen Strauß von Wissen dafür braucht. Deswegen dachte ich, ich rufe euch das mal einfach so zu in einem kleinen Video, wo man das mal so ein bisschen komprimiert hat, was ich erwarte von Gottes Wort aus, nicht von dem, was man draußen jetzt sieht, ja, nicht von irgendwelchen politischen Entwicklungen, die da sind, weil da gibt es viele Meinungen und die sind heute so, morgen so, übermorgen wieder anders, die waren gestern anders und die Pastoren und Prediger, die predigen immer diesen politischen Entwicklungen hinterher. Das mache ich nicht. Das mache ich überhaupt nicht. Und das ist auch immer schief gegangen. Ja. Ich gucke mir so im Reagenzglas an, nee, das ist kein guter Begriff jetzt, ich gucke mir im Modell, gucke ich mir, oder in einem isolierten Raum gucke ich mir die Bibel an, gucke, was die sagt, ohne Einflüsse von außen. Egal, ob Gorbatschow gerade dran ist oder Reagan oder Putin oder Trump oder wer auch immer oder Biden. Das interessiert mich erstmal überhaupt nicht. Mich interessiert einfach nur, wie sind die Strukturen der Bibel im Alten Testament, was war damals und was kommt. Und diese Strukturen, die muss man kennen. Und wenn man die kennt, dann kann man sich auch mal Nachrichten angucken, dann kann man sich mal im Internet ein bisschen umtun, dann kann man sehen, was so passiert in der Weltgeschichte. Aber dann hat man eine gute Basis, auf der man aufbaut. Die wichtigste Basis, die man hat im Leben, ist Jesus Christus. Ja?
Der ist der Fels und die Grundfeste der Wahrheit, ja, und mit ihm die Gemeinde, so sagt mal Paulus in einem seiner Briefe, ich glaube an Timotheus. Diesen Fels, den braucht man. Wenn ihr auf diesen Fels euer Haus baut, dann wird das nicht zerstört werden, auch wenn große Wasserfluten kommen. Davon spricht Jesus. Ja. Deswegen euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.